Wieder in Nikos Apartment. Zum Glück hat das Vordach von Ultas Lastwagen meinen Fall gestoppt. Gott sei Dank. Das Schlimmste an dieser Erfahrung war Ultas Fahrstil. Was ist mit der Linse? Ist sie noch ganz? Oh ja. Gut, dich wiederzusehen, George. Ehrlich? Ich muss sagen, Syrien hätte mir besser gefallen, wenn du dabei gewesen wärst. Ich wäre keine große Hilfe gewesen. Du hast das alleine doch ganz gut hingekriegt. Ja, Freunde, und erstmal herzlich willkommen im nächsten Teil. Ich musste da vorhin ganz schnell Schluss machen und hatte dann nicht wirklich Zeit, euch Tschüss und dann wieder Hallo zu sagen. Von daher jetzt an dieser Stelle ein NRW über 18 Adieu und ein Willkommen im nächsten Teil. So. Hast du eine Vorstellung, wozu diese Linse gut sein könnte? Als Vergrößerungsglas offensichtlich. Schauen wir uns nochmal das Manuskript an. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Wo war jetzt der Christ... Das müsste das. Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Zwischen ihnen steht ein Edelstein auf einem Dreibein. Hä? Das... Da müsste man doch jetzt wissen, dass das die Linse ist. Oder nicht? Ein Ritter mit einer Kristallkugel. Auf der Schriftrolle des Ritters steht ein Satz in Latein. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Auch nicht. Okay. Dann lassen wir's eben. Ach so, jetzt müssen wir wieder alles anklicken. Eine Frau... Aber das... Da arbeitet jemand. Nein, wir müssen es alles angucken. Danke. Wiedersehen. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Nimm den Stein mit. So, jetzt will ich nochmal, wo will ich denn jetzt hier? Dahin. Rügerie. Nochmal ins Museum. Zu Lubino. Ah, der ist sogar da. Hervorragend. Hi, André. Hallo, George. Hey, ich habe Nicoles Wohnung einen Besuch abgestattet. Ja, sie hat mir von ihrem Besuch erzählt. Mann, oh Mann, das ist ein Fang, Georgie Boy. Ja. Sowas habe ich nicht erwartet. Sowas so sexy. Ich hoffe, Sie sprechen von der Schriftrolle. Mary, natürlich. Wo sind Sie gewesen? Nicole sagte, Sie wären verreist. Ich bin gerade aus Syrien wiedergekommen. Syrien? Auf den Spuren der Tempelritter? Das ist eine lange Geschichte, aber ich habe den Stierkopf gefunden. In der Schriftrolle fand ich eine Bemerkung darüber. Erinnern Sie sich? Ja. Was ist es denn? Eine geheime Höhle, die hoch oben in eine Klippe geschlagen wurde. In der Höhle habe ich eine Karte gefunden, auf der ein lateinischer Satz stand. In Occidenta sita est in ora mundi. Die Insel Britannien? Liegt am Ende der Welt im Westen. Merkwürdig. Auf der Karte scheinen ein paar Zeiger zu sein. Wie gesagt, es ist eine Schatzkarte. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Was meinen Sie zu der Handschrift? Sie dürfte auf die Zeit der Kreuzzüge zurückgehen. Das haben wir uns auch gedacht, wegen des Templersiegels. Es ist eine Bildergeschichte, wie die modernen Comics. Hä? Oh, Freunde, meine FPS-Zahl, die sackt hier gerade wieder dermaßen runter. Ich verstehe das nicht. Ich habe alles gemacht, virtueller Speicher erhöht, Festplattenspeicher erhöht und trotzdem sackt die FPS-Zahl jetzt ja fast runter auf 1. Das kann nicht wahr sein. Wir machen jetzt hier erstmal weiter, wir reden ja jetzt eh nur. Was erzählt die Geschichte in der Schriftrolle? Das weiß ich nicht. Sie wurde wahrscheinlich für den Touristenmarkt gemacht. Touristen? Oh ja, Pilger, tausende davon auf ihrem Weg nach Jerusalem. Das Geschäft mit dem Tourismus ist nichts Neues, wissen Sie. Das gab's schon seit hunderten von Jahren. Angefangen mit Josua, der sich mit dem Verkauf von Steinen aus den Mauern von Jericho eine goldene Nase verdient hat. Jetzt ist die FPS-Zahl wieder auf 55, fast 60. Ich verstehe das nicht, Freunde. Ich verstehe es nicht. Haben Sie ein paar der Bilder aus der Schriftrolle entschlüsselt? Es gibt nicht viel, woran ich mich halten könnte. Die Schlachtung des Stiers könnte ein Hinweis auf Mithras sein. Wer ist das? Ein persischer Gott. Fast so populär wie Christus damals. Das Einzige, worüber ich mir sicher bin, ist der Ritter. Er ist Spanier. Woher wissen Sie das? Die Aufschrift auf dem Schild, der Hinweis auf Ave Maria. Kein nordeuropäischer Ritter, der etwas auf sich hielt, hätte so ein Wappen getragen. Können Sie das Wappen des Ritters identifizieren? Das habe ich schon, George. Er ist ein Mitglied der Familie des Vasconcelos von der Costa Calida. Waren Sie berühmt? Nein, nach dem 15. Jahrhundert tauchen Sie nirgendwo mehr auf. Oh.
Das Rad der Geschichte bewegt sich weiter. Sie sind vermutlich seit langem ausgestorben. Okay. Villa de Vasconcellos. Dann haben wir jetzt endlich den Hinweis, den wir brauchen. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. So, können hier raus. Aber bevor wir jetzt zur Villa de Vasconcellos gehen, möchte ich jetzt nochmal bei der Poste de Police nachschauen. Ach, der ist immer noch nicht da. Okay, dann kann man... Ach komm, reden wir nochmal mit ihm. Ich dachte, der Inspektor wäre da. Sergeant Mouet? Ja. Ich möchte einen Überfall melden. Ja, Monsieur? Wo ist das Opfer? Ich selbst bin das Opfer. Ich wurde von ein paar Ganoven überfallen. Ah, ich verstehe. Und wo fand dieser angebliche Überfall statt? Vor dem Hotel Ubu. Ich kürze das mal ab, weil das hatten wir schon alles. Bis bald, Sergeant. Okay, dann können wir uns das eigentlich schenken. Warum man das immer noch anklicken kann, würde ich mich fragen. Egal. Montfaucon? Nee, noch nicht. Airport und dann Villa de Vasconcellos. Auf geht's nach Spanien. Einige Stunden später. Warum das Video jetzt wieder so abgehackt war, weiß ich nicht. Aber auf dem Torbogen stand dasselbe, wie eben gehört, nämlich Ave Maria. Genau. Latsch erstmal quer über den Rasen, wo gerade der Gärtner am... Hi, ist das das Haus der Familie de Vasconcellos? Oh, Scheiße. Wer will das wissen? Ich hatte das deutliche Gefühl, dieser alte Stinkstiefel würde Ärger machen. Ich heiße George Stobbart. Ich habe mich gefragt, ob... Das Haus ist nicht für den Publikumsverkehr geöffnet. Ist das hier das Haus der... Vasconcellos? Und was geht Sie das an, Senor? Hören Sie, ich möchte doch nur einmal mit dem Haushaltsvorstand sprechen. Es gibt hier keinen Haushalt. Nur die Gräfin und mich. Der Typ sieht aus. Das Kinn wie Michael Schumacher, die Nase wie Thomas Gottschalk und die Augenbrauen... Wie Weigel. Ah, herrlich. Diese Nahaufnahmen sind doch schon was. Erzählen Sie mir doch etwas über die Gräfin de Vasconcellos. Sie empfängt keine Gäste. Das ist alles, was Sie wissen müssen. Sie wissen doch noch nicht einmal, worüber ich mich mit ihr unterhalten will. Sie hat ja wohl kaum in der Lotterie gewonnen, oder? Nein, sie hat nicht in der Lotterie gewonnen. Ein etwas gewitzterer Mann hätte jetzt behaupten können, dass sie gewonnen habe. Oh ja, sicher. Hätte er was? Hätte er tun können. Und dieser gewitztere Mann wäre dann vom Grundstück vertrieben worden. Die Gräfin spielt nicht in der Lotterie. Haha, das wusste ich. Was wissen Sie über die Tempelritter? Wer will das wissen? Spekulieren Sie auf eine kleine Bestechung oder sowas? Es gibt nichts, was Sie mir bieten könnten, Senor. Außer dem Vergnügen Ihrer Abwesenheit. Der Typ schirmte die Gräfin offenbar vor der ganzen Welt ab. Aber warum? Tja, das finden wir später noch raus. Ich gehe dann, für jetzt wenigstens. Adios, Senor. Genau. Ja, der sprüht uns jetzt wieder nass. Ist ja unglaublich. Der bleibt da auch noch stehen. Und man muss bedenken, der Gärtner, der bewässert die gesamte Dauer des Spiels immer nur ein und dieselbe Stelle. So, wir müssen den aber jetzt irgendwie davon abhalten, denn wir müssen hier rein. Da lässt er uns aber nicht rein. Denn er bewacht das Haus, deswegen müssen wir ihn ablenken. Mir widerstrebt der Gedanke, 30 Meter Gartenschlauch mit mir herumzuschleppen. Also lasse ich ihn einfach liegen. Ach nee, genau. Und irgendwie, Moment mal, in der Endfassung konnten wir ja richtig rein, konnten hier, glaube ich, noch was rausnehmen. Kann das sein? Was ist das? Na, wo geht der denn jetzt hin? Der Hauptteil des Hauses ist schon alt, aber nicht so alt wie der Schlosstorteil. Okay. Dann, okay, wir können doch hier rein. Oder? Hey, Sie! Ja, was gibt's? Es würde Ihnen doch bestimmt auch nicht gefallen, wenn wildfremde Leute einfach in Ihre Wohnung spazieren würden, oder? Also nein, ich glaube nicht. Dann nehmen Sie doch selbst auch ein bisschen Rücksicht. Okay, sorry. Okay. Spreng nur mal weiter deinen Rasen. Ich glaube, dann war das mit der Stange hier. Kann das sein? Nee.
Mit dem eventuell? Ja, richtig, genau. Damit pressen wir nämlich jetzt den Schlauch zu. Sit. Ganz unauffällig. Wer das nur gewesen ist, es lässt nämlich der Druck nach. Du-di-du-di-du. Mein Schlauch hat aufgehört zu sprechen. Wirklich? Mein Schlauch hat noch nie aufgehört zu sprechen. Naja, tut mir leid, das zu hören. Es ist immer etwas traurig, wenn eine alte Tradition endet. Hatten Sie etwas damit zu tun? Also, ich bin schockiert. Ich bin zu Stein erstarrt. Wie können Sie so etwas nur denken? Ganz leicht, Senor, ganz leicht. Ich werde jetzt herausfinden, warum mein Schlauch aufgehört hat zu spritzen. Und dazu werde ich in das Haus gehen. Sie jedoch werden keinen Fuß in das Haus setzen. Denn wenn Sie das täten, würde ich ja die Hunde auf Sie hetzen. Oh, Freunde. Mein Schlauch hat aufgehört zu spritzen. Oh, ich sag jetzt nicht, was ich denke. Ich mache jetzt hier Schluss, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dahin. LRW 18, adieu.